Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer des heutigen Webinars. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an dem heutigen Webinar teilzunehmen. Dieses Webinar ist das dritte Webinar und damit auch das letzte einer Reihe von Webinaren. Letzte Woche hatten wir noch Webinare zum Thema Warum Lithium-Ionen-Batterien, wo die Vorteile von Lithium als Aktivmaterial in Batterien und grundsätzlich der Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien gezeigt wurde, also die Grundlagen. Dann hatten wir noch ein Thema zur Normungslandschaft von Batterien. Und heute sind nun die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale von Second-Life-Batterien dran. Die bisherigen Webinare finden Sie auf der DKE-Homepage in der Webithek oder sollten Sie zumindest die nächsten Tage dort finden können. Im heutigen Webinar geht es also um das Thema wirtschaftliche und ökologische Potenziale von Second-Life-Traktionsbatterien. Hier wurde im Rahmen der Begleitforschung Schaufenster diese Studie angefertigt zur Nachnutzung ausgedienter Traktionsbatterien aus Elektrofahrzeugen. Der Fokus lag hier auf der Identifizierung potenzieller Zweitanwendungen der Wirtschaftlichkeit und des ökologischen Impacts des Second-Life-Ansatzes. Es werden also heute hier die Kernergebnisse dieser Studie vorgestellt. Das Webinar besteht aus etwa 35 Folien. Wir gehen davon aus, dass je nach Fragen so 45 Minuten etwa dauern wird. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Esan Reimsay. Er ist Experte in der DKE für diese Studie. Hallo Esan. Ja, ich würde dich bitten, dich selber vorzustellen. Auch von meiner Seite aus, mein Name ist Esan Reimsay. Ich bin seit März 2014 als Projektmanager beim VDE tätig und zwar hier schwerpunktmäßig im Bereich Elektromobilität. Darf in den Förderprogrammen bzw. in den Begleitforschungen für Schaufenster-Elektromobilität und IKT für Elektromobilität 2 und 3 mitarbeiten. Hier vor allem in den Themen Batterie und Fahrzeug, also alle Themen, die das Fahrzeug und die Batterie betreffen, sind bei mir angesiedelt. Und ja, zu meinem Werdegang. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsingenieur und habe meine Masterthesis bei der Siemens AG schreiben können, und zwar hier bei der zentralen Forschung in München, und durfte hier vor allem neue Antriebskonzepte für Elektrofahrzeuge kennenlernen und auch im Fokus das Radnabenantriebskonzept und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dazu durchführen. Ja, und ja, jetzt wie gesagt hier für die Batterie- und Fahrzeugthemen zuständig und auch für die Leitung, Gesamtleitung der Studie Second Life. Und ich werde Ihnen heute die schon genannte Studie bzw. die Studienergebnisse der Studie Second Life Konzepte für Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen vorstellen und Ihnen vor allem die Kernergebnisse da auch darlegen. Genau. So viel zu meiner Person. Ja, dann übergebe ich auch weiter an Kerstin. Dann. Vielen Dank, Esan. Nun auch noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Kerstin Sannen. Ich bin Normungsmanagerin in der DKE und hier auch für die Batteriegremien verantwortlich und in dieser Rolle auch mit der Studie Second Life Konzepte vertraut. Ich führe Sie heute in meiner Funktion als Moderatorin durch dieses Webinar. Bevor Herr Reimsay mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Sie sind während des Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass hier Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren und wir würden uns sogar freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen und mit uns kommunizieren. Dazu nutzen Sie bitte die Fragen- und Antwortfunktion, die Sie rechts in Ihrem Bildschirm sehen. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten und wir werden in diesem Webinar die Fragen hier am Schluss bündeln und dort beantworten und diskutieren. Sie können die trotzdem auch während des Vortrages schon stellen. Ich gucke dann am Ende mal, wie es von der Reihenfolge her passt und Fragen auch zusammen sortieren.
Das heißt, ich werde dann am Ende so ein bisschen intuitiv entscheiden. Auf jeden Fall wollen wir alle Ihre Fragen heute versuchen zu beantworten. Im Anschluss an das Webinar möchten wir gerne wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten, teilzunehmen, denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar auch eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Dort wird dann entweder in der DKE-Webithek beziehungsweise es wird Ihnen auch ein Link zur Verfügung gestellt. Sollten Sie also die Folien jetzt nicht auf den ersten Blick vollständig erfassen, dann können Sie hinterher nochmal alles einsehen. Bevor ich jetzt aber an unseren Referenten übergebe, um das Webinar, um den Vortrag zu starten, möchten wir noch etwas über Sie erfahren. Und ich werde dazu gleich eine kleine Umfrage starten. Die öffnet sich dann rechts in Ihrem Fenster. Und zwar möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie sich bereits mit der Zweitnutzung von gebrauchten Lithium-Batterien befasst haben. Dort haben Sie die Möglichkeit, ja, intensiv, ja, ein wenig und nein zu antworten. Ich würde Sie hier bitten, mal teilzunehmen, weil dann können wir besser einschätzen, mit wem wir es da zu tun haben, wieso der Wissensstand ist. Im Moment sind tatsächlich, ja, die Umfrage ist jetzt auch beendet, wenn ich das hier richtig sehe. Die meisten haben geantwortet nein. Das heißt, wenige haben sich bisher mit dem Second Life von Lithium-Batterien beschäftigt. Es ist ein Teilnehmer dabei, der sich schon intensiv beschäftigt hat. 17% ein wenig und doch der größte Teil der Teilnehmer hat sich noch nicht damit beschäftigt. Vielen Dank, dass Sie also teilgenommen haben. Isan, damit kannst du ein bisschen einschätzen, wer dir heute hier zuhört. Ich habe damit zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Herrn Reinsey. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar. So, kleinen Moment. So, es kann losgehen. So, super. Also dann, Frau Kerstin Sand, vielen Dank nochmal für die gute Einführung. Ich darf Ihnen, wie gesagt, heute die Studienergebnisse der Studie Second Life Konzepte für Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen vorstellen. Hier vor allem mit dem Fokus auf die wirtschaftlichen und ökologischen Potenziale von Second Life Traktionsbatterien. Und nochmal so zum Hintergrund, die Studie wurde im Rahmen der Begleit- und Wirkungsforschung der Schaufenster-Elektromobilität erarbeitet und hier wurde ein Konsortium dazu auch praktisch beauftragt, um diese Studie zu bearbeiten und ich durfte im Rahmen dieser Studie die Gesamtleitung dann auch übernehmen. Was habe ich Ihnen heute vorbereitet? Folgende Agenda und zwar haben wir zum einen einen kleinen Überblick über die Schaufenster-Elektromobilität, einen kleinen Überblick über das Programm an sich. Zum anderen werde ich Ihnen auch nochmal einen Überblick über die Begleit- und Wirkungsforschung, Ihre Ziele und auch Ihre Aufgaben auch darlegen. Zum anderen die Motivation und auch die Ziele der Studie darlegen und im Fokus natürlich die Studienergebnisse vorstellen und am Ende nochmal ein kleines Fazit und auch nochmal Handlungsfelder darlegen. Gut, zum Schaufensterprogramm Elektromobilität. Durch die Bundesregierung wurden 4 Schaufenster in 6 Bundesländer ausgewählt, die quasi ausgewählte regionale Demonstrations- und Pilotvorhaben absolviert, in denen diese Projekte absolviert werden. Vor allem aber die Kernkompetenzen in den Bereichen Elektrofahrzeug und Energieversorgung und Verkehrssystem in Deutschland auch darzustellen. Hier wurden insgesamt 90 bundesgeförderte Projekte mit ca. 334 Teilvorhaben absolviert, beziehungsweise befinden sich noch
in der Durchführung mit einem insgesamt Investitionsvolumen von ca. 300 Millionen Euro, davon ca. 180 Millionen Euro Förderungsvolumen. Zusätzlich haben wir ca. 40 landesgeförderte Projekte und 15 assoziierte Projekte und insgesamt haben wir dadurch ca. 500 Projektpartner im Rahmen der Schaufenster, die miteinander arbeiten in einer Laufzeit von 2012 bis 2016. Das Schaufensterprogramm ist, wie gesagt, auf 4 Schaufenster aufgeteilt. Da hätten wir das Schaufenster Niedersachsen, welches zum Beispiel Projekte im Bereich Elektrobusse im normalen Linienverkehr erprobt. Dann das Schaufenster Berlin-Brandenburg, welches beispielsweise einen elektrischen 40-Tonner im Werksverkehr erforscht und einsetzt. Dann das Schaufenster Baden-Württemberg, wo Elektrobusse auch eingesetzt werden oder auch elektrische Kehrmaschinen im kommunalen Betrieb. Und das Schaufenster Bayern-Sachsen, wo auch Schnellladesäulen entlang der A9 München und Leipzig installiert wurden und wo auch der Herr Verkehrsminister Dobrindt auch zur Einweihung da war. So viel zum Schaufensterprogramm in Kürze. Dann weiterführende Infos finden Sie auch auf unserer Website, dieschaufensterelektromobilität.org. Da finden Sie viele Materialien zu den Projekten, Projektsteckbriefe, einzelne Ansprechpartner zu den Projekten, als auch Produkte der Begleit- und Wirkungsforschung, auf die ich gleich kommen werde. Also falls Sie sich informieren wollen, gerne. Und hier finden Sie auch die Studie, über die ich auch gleich referieren werde, zum Download und da können Sie sich auch gern nochmal reinarbeiten. Gut, dann zur Begleit- und Wirkungsforschung der Schaufenster. Wir bestehen aus einem Konsortium von 3 Unternehmen. Der VDE hat hier die wissenschaftliche Leitung inne. Zum anderen haben wir Bridging IT, ein IT-Beratungsunternehmen, welches vor allem das Thema Datenmanagement und IT-Infrastruktur in der Federführung hat und das Deutsche Dialoginstitut, welches das Thema Öffentlichkeitsarbeit im Fokus hat. Was sind unsere Aufgaben? Wir sind in erster Linie dazu da, offene Fragestellungen und Bedarfe aus den Schaufensterprojekten aufzubereiten und dadurch dann auch gegebenenfalls Studien zu erstellen etc. oder Positionspapiere oder Handlungsempfehlungen auch zu geben in Form von Positionspapieren, Studien, wie jetzt auch hier im Rahmen der Studie Second Life auch geschehen. Zum anderen sind wir dafür da, die Good Practices aus den Projekten zu identifizieren und auch in andere Projekte zu transferieren oder auch, wie schon erwähnt, Handlungsempfehlungen an Politik, Wirtschaft und andere Stakeholder zu geben. Unsere Hauptaufgabe, kann man so sagen, ist quasi die Vernetzung der Stakeholder im Bereich Elektromobilität hier am Standort Deutschland. Gut, zu unseren Themen. Wir haben 12 sogenannte Querschnittsthemen, die sich über den kompletten Bereich der Elektromobilität ziehen. Da hätten wir Themen wie beispielsweise rechtliche Rahmen im Bereich Elektromobilität oder auch der Bereich Stadtentwicklung, Wirtschaftsverkehr oder auch das Querschnittsthema Batterie. Und unter diesen Querschnittsthemen haben wir sogenannte Schlüsselthemen. Das sind die fettgedruckten auf dem Bild, die Sie sehen. Und zwar sind diese Schlüsselthemen quasi aus den Bedarfen der Schaufensterprojekte abgeleitet. Und gerade hier im Bereich Batterie haben wir ein Schlüsselthema, was natürlich das Thema Second Life-Konzepte betrifft. Und daraus hat sich, wie gesagt, die Studie dann auch ergeben. So viel zu den Themen. Dann nochmal ein kleiner Hinweis. Die Ergebniskonferenz 2016, die jetzt in knapp 2 Wochen stattfindet in Leipzig. Hier werden die Projektergebnisse und beziehungsweise ja, im Fokus stehen die Projektergebnisse und diese werden in 10 sogenannte Projektfachforen diskutiert. Zusätzlich haben wir auch noch Programmergebnisse in 6 sogenannten Nutzerforen, die vorgestellt werden. Dazu wird es eine begleitende Ausstellung von Exponaten und Demonstratoren geben. Es werden Probefahrten zur Verfügung gestellt und zusätzliche Führungen durch Werke von BMW und Porsche in Leipzig. Und falls Sie da Interesse haben, teilzunehmen, die Veranstaltung ist kostenfrei und begrenzt. Aktuell haben wir schon über 700 Anmeldungen. Und wenn Sie sich anmelden wollen und weitere Infos benötigen, können Sie gerne auf die Veranstaltungswebsite und zwar ergebniskonferenz-2016.de. So viel dazu. Dann kommen wir dann schon zur Studie und der Motivation auch.
Also was ist die Hauptmotivation der Studie? Da kann man natürlich in erster Linie die Energiewende nennen, und zwar die Substitution von fossilen Energieträgern und Kernenergie durch den stetigen Ausbau erneuerbarer Energien und dadurch auch die Reduzierung von Treibhausgasen. Und wenn wir hier mal die Entwicklung in den letzten knapp in 10 Jahren auch betrachten, was die erneuerbaren Energien angeht, sehen wir von 2005 auf 2010 einen regelrechten PV-Boom und auch bis 2014 hinweg eine ähnliche Entwicklung. Und wenn wir das nochmal quantifizieren, also der aktuelle erneuerbare Energiestand, also Juni 2015 in diesem Fall, ist bei 32,5%. Und wenn wir das nochmal im Vergleich zu den Zielen der Bundesregierung setzen, die für 2025 auf 40-45% ihre Ziele gesetzt hat, sehen wir schon, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, diese Ziele auch vorzeitig schon zu erreichen. Also so als Hauptmotivation. Dann mehr erneuerbare Energie bedeutet natürlich, dass mehr Energie unbeständig erzeugt wird und auch Speicherkapazitäten benötigt werden. Das bedeutet auch, dass wir Stromspeicherkapazitäten benötigen, um diese Energie auch zwischenparken zu können. Und heute verfügbare Speichertechnologien wie zum Beispiel Pumpspeicher oder thermisch steuerbare Speicher haben einige Probleme, mitkommen, also zum Beispiel hohe Investitionskosten oder auch massive Eingriffe in die Natur, wenn wir das jetzt beispielsweise auf den Pumpspeicher beziehen. Und hier kommt eine Alternative auch immer mehr ins Spiel, und zwar der Einsatz elektrochemischer Speicher, wie hier jetzt an dem Beispiel des WEMAG Primärregelleistungsspeicher in Schwerin, der aus Lithium-Ionen-Batterien besteht. Und der Second-Life-Ansatz wäre hier nochmal im Speziellen die Nachnutzung von am Ende auf Life stehenden Lithium-Ionen-Batterien in einem solchen Speicher. Second Life, beziehungsweise der Ansatz an sich, lässt sich leicht erklären durch die folgende schematische Darstellung. Im First Life, also quasi im Elektrofahrzeugbetrieb, ist die Traktionsbatterie quasi nach 20% Kapazitätsverlust am ihren End of First Life angelangt. Das heißt, den Anforderungen des Fahrzeugs entspricht diese Batterie nicht mehr. In der Regel muss diese Batterie dann ins direkte Recycling gehen. Der Second Life Ansatz geht aber davon aus, dass diese Batterie auch noch genügend Restkapazität hat und auch genügend Leistung, um diese Batterie in einer Anwendung weiterzuverwenden, die geringere Anforderungen als im Fahrzeug besitzt. Und dadurch kann natürlich ergeben sich einige Potenziale, zum Beispiel die Optimierung von Energiekosten innerhalb neuer Anwendungen als stationärer Speicher in Kombination mit einem Smart Home mit einer PV-Anlage oder auch die Senkung der Total Cost of Ownership eines Elektrofahrzeugs, das heißt auch die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität, was ja heutzutage ein großes Manko der Elektromobilität noch darstellt, oder auch die Optimierung der Ökobilanz der Batterie bzw. des Elektrofahrzeugs durch die Verlängerung der Nutzungsdauer, welches auf der Hand liegt. Und wenn wir hier nochmal den Markt betrachten, der prognostiziert wird, dann gehen wir hier von einer verfügbaren Batteriekapazität für Second-Life-Anwendung bis 2030 von ca. 20 Gigawattstunden aus, also schon eine Hausnummer. Gut, soweit zur Motivation. Dann, was sind die Ziele der Studie Second Life? Vor allem ist das Ziel eine umfassende Analyse des Second Life-Ansatzes dieser ausgedienten Batterien unter ökonomischer und ökologischer Betrachtung zu analysieren und auch die Mehrwertgenerierung für die Beteiligten durch den Wissensaustausch hier am Standort Deutschland. Und natürlich auch Ableitung von Handlungsfeldern und Empfehlungen und Bedarfen an Politik, Industrie und weiteren Stakeholdern. Die Instrumente, die wir zu dieser Zielerreichung eingesetzt haben, sind zum einen ein Studienbeirat, der aus Batterieexperten am Standort Deutschland bestand. Also hier sehen Sie nochmal einen kleinen Überblick, da sind OEMs mit an Bord, es sind Batterie-Pack-Assemblierer dabei, es sind Forschungseinrichtungen dabei und Systemintegratoren, also die komplette Bandbreite. Und zusätzlich hatten wir noch studienbegleitende Workshops, wo Zwischenergebnisse diskutiert wurden und auch der fachliche Austausch nochmal gewährleistet wurde zwischen Beirat und auch den Studienbearbeitern.
die hier in diesem Fall auch rot markiert dargestellt sind. Also zum einen die Forschungsstelle für Energiewirtschaft und zum anderen der Lehrstuhl für elektrische Energiespeichertechnik der TU München. Gut. Dann zur Studie und ihren Inhalten. Also wir hatten insgesamt 4 Arbeitspakete in der Studie. Das erste Arbeitspaket war vor allem fokussiert auf die Identifizierung von Second Life-Konzepten bzw. von potenziellen Anwendungen. Das zweite Arbeitspaket ging vor allem darum, diese identifizierten Anwendungsfelder unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu bewerten und daraus auch Restwerte für die Second Life Lithium-Ionen-Batterien oder auch die Auswirkungen auf die TCO von Elektrofahrzeugen zu analysieren. Im dritten Arbeitspaket wurde vor allem der ökonomische Vergleich im Vergleich zu Konkurrenztechnologien oder auch dem Thema Recycling analysiert. Und im letzten Arbeitspaket sind vor allem die ökologischen Auswirkungen des Second Life-Ansatzes bzw. diese Anwendungsfelder auch quantifiziert worden. So viel zu den Arbeitspaketen und auch zur Methodik. Also zur Methodik kann man hier vielleicht noch sagen, die studienbegleiteten Workshops wurden quasi anhand dieser, also die Ergebnisse aus den Arbeitspaketen wurden in diesen Workshops quasi gespiegelt und dann auch nochmal diskutiert mit dem Studienbeirat, um so nochmal eine höhere Wertigkeit der Ergebnisse nochmal zu gewährleisten. Gut. Dann zur Studie an sich und zur Umfeldanalyse Elektromobilität als ersten Schritt. Die Grundvoraussetzung für Second Life Konzepte ist die Verfügbarkeit von gealterten Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen. Und schauen wir uns dazu den aktuellen Markt für Elektrofahrzeuge in Deutschland an. Hier haben wir folgende Situation. Und zwar haben wir einen aktuellen Zuwachs von ca. 24% bei rein elektrischen Fahrzeugen und ca. 225% bei Plug-in-Hybrid-elektrischen Fahrzeugen. Also das ist jetzt Stand Januar bis August 2015. Aktuell liegt dieser jedoch noch auf sehr niedrigem Niveau von weit unter 1% Marktanteil. Und wenn wir jetzt hierzu nochmal die Marktprognosen auf der Abbildung anschauen, so ist daher für die Elektrofahrzeugdurchdringung eher von einem der unteren Verläufe auszugehen, wobei die Extrapolation, die quadratische Extrapolation der KBA-Daten, die wir hier haben, wirklich schon sehr, sehr konservativ sind. Also im Jahr 2030 eine Million Fahrzeuge, wo schon, klingt schon sehr konservativ. Und meiner Meinung nach, wie Sie haben es sicherlich auch mitbekommen, ist dieses Produktangebot wird immer größer. Und auch die Technologie an sich, die Batterie, Energiedichten etc. Deswegen würde ich eher weniger von dieser Kurve ausgehen, also eher in dem Bereich. Gut. Das soweit zum E-Fahrzeugmarktüberblick. Dann hier ein Überblick über die aktuellen Batteriespeicheranwendungen und potenziellen Bereiche für Second-Life-Batterien. Hierzu gibt es folgende Übersicht über die Rücklaufzahlen von Speichern im Jahr 2010. Schon ein bisschen älter, aber ist die aktuellste Übersicht, die es gibt. Und zwar ist hier im Fokus vor allem Anwendungen im Bereich unterbrechungsfreie Stromversorgung und die Traktionsbatterien für Förderfahrzeuge, wobei hier auf der Hand liegt, dass vor allem Bleisäurebatterien hier eine Rolle spielen. Wobei hier auch nochmal zu sagen ist, dass die Etablierung von Lithium-Ionen-Speichern im Bereich Flurförderfahrzeuge auch sich immer mehr weiterentwickelt. Gut. Um geeignete Second Life-Anwendungen zur tieferen Analyse in der Studie zu bestimmen, wurde mithilfe eines systematischen Ansatzes zunächst potenzielle Stakeholder für Second Life-Anwendungen analysiert und identifiziert, die wir hier haben an der Zahl. Also da haben wir Stromerzeuger, Fahrzeugnutzer etc. Und darauf aufbauend und aus den Erkenntnissen von aktuellen Anwendungsfeldern wurden Anwendungen identifiziert und einheitliche Steckbriefe zur Beschreibung der jeweiligen Funktionen und Anforderungen erstellt, des einzelnen Anwendungsfalls. Und in einem ersten studienbegleitenden Workshop wurden diese Anwendungsfälle diskutiert und priorisiert. Und daraus entstanden vor allem die zwei Fallbeispiele Primärregelleistung und Hausspeichersysteme, die dann quasi im Rahmen der Studie dann auch näher analysiert wurden. Gut. Dann zu den zwei Anwendungsfällen.
Die erste Anwendung betrifft vor allem den Einsatz von Speichern zur Erhaltung der Gleichgewichtsfrequenz im Stromnetz, also quasi die Primärregelleistung. Diese muss innerhalb von 30 Sekunden vollständig aktiviert und für mindestens 15 Minuten verfügbar sein, bis die Sekundärregelleistung einsetzt. Und die Aktivierung des Speichers erfolgt vollautomatisch bei Frequenzabweichungen im Netz und das aktuelle Marktpotenzial vom Jahr 2014 lag hier bei ca. 650 Megawatt. Und was die Anforderungen angeht, regulatorische und organisatorische Anforderungen, ist beispielsweise die marktseitige Bewirtschaftung durch einen Speicherpoolbetreiber in einem Anlagenportfolio, die Ausschreibungsdauer von einer Woche, eine Mindestangebotsgröße von plus minus 1 Megawatt etc. Also ich will jetzt hier auch nicht alle Anforderungen aufzählen, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Was die technischen Anforderungen angeht, kommt es gegebenenfalls zu einem Zusammenschluss mehrerer Speicher. Dann ein vollautomatischer Abruf für die frequenzabhängige Leistungsregelung ist eine Anforderung oder auch die Leistung von mindestens 1 Megawatt Mindestangebotsgröße oder auch die Kapazität von mindestens 1 Megawattstunde. Sicherheitstechnisch gibt es keine anwendungsspezifischen Anforderungen soweit. Und ja, was die restlichen Anforderungen angeht, können Sie dann auch gerne in der Studie dann auch nachschlagen. Wie gesagt, also das wird dann hier den Rahmen sprengen. Gut, zum Hausspeichersystem. Das ist die zweite Anwendung, die im Rahmen der Studie betrachtet wird. Hier ist vor allem der Einsatz als Heimspeicher zur Erhöhung der Eigendeckung im Fokus. Einzusparen und der PV-Energieüberschuss wird dazu mittags in der Batterie gespeichert und bei Bedarf zum Beispiel abends und nachts zur Versorgung der Last ausgespeichert. Was die regulatorischen und organisatorischen Anforderungen angeht, gibt es hier soweit keine speziellen Anforderungen. Was die technischen Anforderungen angeht, ist, dass der Speicher Strom aus einer dezentralen Erzeugungsanlage beziehen können muss, eine übliche Leistung von ca. 1 bis 10 Kilowatt angeboten wird und eine Kapazität von in der Regel 1 bis 45 Kilowattstunden je nach angestrebten Grad der Eigendeckung zur Verfügung steht. Als Sicherheitsrichtlinie wäre hier beispielsweise der Sicherheitspass gemäß BDEW auch in Betracht zu ziehen. So viel vielleicht zu den zwei Anwendungsbeispielen. Kommen wir nun zu dem Thema Alterungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien. Um hier die Wirtschaftlichkeit von Second-Life-Anwendungen beurteilen zu können, muss insbesondere das Alterungsverhalten der weiterverwendeten Traktionsbatterie verstanden, sowie auch vorgesagt werden können. Und das Alterungsverhalten in der Second-Life-Anwendung bestimmt dabei den zu erzielenden Erlös und fließt daher direkt in die Investition und somit auch in die Entscheidung mit ein. Und grundsätzlich wird hier bei der Alterung von Lithium-Ionen-Zellen zwischen kalendarischer und zyklischer Alterung unterschieden. Ich glaube, da sind Sie Profi genug, aber ich werde da auch nochmal ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, damit ich auch, sag ich mal, die Leute mitnehme, die noch nicht so viel Wissen in dem Bereich haben. Also was die kalendarische Alterung angeht, das heißt, während inaktive Zeiten des Batteriespeichers begünstigen vor allem hohe Ladezustände und auch hohe Temperaturen einen beschleunigten Alterungsfortschritt. Und die zyklische Alterung ist vor allem durch die Höhe der Stromraten, der Zyklentiefe und auch hohe Temperaturen bedingt. Als Folge dieser zwei Alterungskategorien haben wir eine Abnahme der Kapazität, eine erhöhte Impedanz bzw. einen erhöhten Widerstand und eine verringerte Leistungsfähigkeit, vor allem bedingt durch Aktivmaterialverlust und Lithiumverlust. Und die oben stehende Abbildung, die wir hier sehen, die zeigt jetzt einen typischen Verlauf der relativen Kapazität einer Lithium-Ionen-Zelle mit NMC-Zellchemie, also einer speziellen Zellchemie über die äquivalenten Vollzyklen. Und hier ist vor allem, also was wir hier vor allem an dem grauen Kreuz hier auch sehen, an dem grauen Punkt, ist ein Übergang von linearer Alterung, die wir hier haben, zu einem nicht-linearen Alterungsverhalten bei ca. 80% Restkapazität. Und für den Second-Life-Ansatz ist dies natürlich ein sehr kritischer Punkt. Und es wurde jedoch untersucht, dass eine geringere Belastung der Zelle, beispielsweise durch niedrigere Stromraten, flachere Zyklisierung und so weiter, dazu führen kann, dass dieses Verhalten hinausgezögert oder gänzlich vermieden werden kann. Und das ist quasi hier dann auch dieser Bereich des Second-Life-Ansatzes.
quasi die Anwendung dieser Batterie in eine Anwendung mit geringeren Anforderungen, um so die Belastung der Batterie auch zu gering zu halten und so die Nutzungsdauer auch zu erweitern. Gut, also durch eine flachere Zyklisierung, wie schon erwähnt, kann dies halt dazu führen, dass dieses Verhalten hinausgezögert werden kann oder gänzlich vermieden werden kann. Und dieses Prinzip ist, wie schon erwähnt, geht es im Endeffekt auch um das Second Life Konzept, wie schon erwähnt, mit geringeren Anforderungen. Im Rahmen dieses eines studienbegleitenden Workshops wurde gemeinsam mit dem Studienbeirat sogenannte End-of-Life-Kriterien für das erste und zweite Leben angenommen. Also was Sie hier sehen, End-of-First-Life und End-of-Second-Life. Und wenn wir die Zelle an sich betrachten, da kann man schon davon ausgehen, dass jede Zelle quasi ein Unikat ist und man nicht genau feststellen kann, wann die Batterie nicht mehr zu gebrauchen ist, beziehungsweise wann diese nicht-lineare Alterung eintritt. Deswegen wurde sich anhand Garantien von namhaften Herstellern orientiert, die für das End of First Life in der Regel 80% Restkapazität angeben. Und für das End of Second Life wurde sich dann auf einen Wert von 40% Restkapazität geeinigt. Gut, neben den Auftreten des nichtlinearen Alterungsverhaltens ist auch die zunehmende Streuung von Zellparametern ein kritischer Punkt für Second Life. Bezüglich des Aufwands ist es zwar unwahrscheinlich, dass ein gealtertes Batteriesystem bis auf Zellebene zerlegt wird, um dann eine neue Batterie daraus zu konzipieren. Dennoch muss man bedenken, dass die Streuung jeder einzelnen Zelle sich direkt auf die Batteriemodule auswirken, da quasi die Kapazität stets durch die schwächste Zelle auch dann bestimmt wird. Und daraus schließt sich dann auch, dass gegebenenfalls für die Weiterverwendung in der Second Life-Anwendung nur eine Auswahl an Modulen geeignet ist. In der Folge bedeutet dies, dass einzelne Module dann auch aufwendig vermessen werden müssen, um sie bezüglich ihrer Eignung beurteilen zu können. Und dies würde dann auch einen großen Aufwand bedeuten, der sich dann auf die Wirtschaftlichkeit von Second Life auch auswirken kann. Durch das Auslesen mitgelockter Daten aus der Batterienutzungshistorie könnten idealerweise Module, die sich für Second Life eignen, festgestellt werden. Mit der aktuellen Datengrundlage, die wir aber haben, ist es nicht machbar. Vor allem ist es auch zu bezweifeln, dass Fahrzeughersteller bereit sind, diese Daten dann auch freizugeben. Deshalb müssen diese vermessen werden. Ein Beispiel wäre hier nach DIN EN 626601. Welches hier ein besonders aufwandskritische Kapazitätsmessung innehat. Und wenn wir hier nochmal in der die Literatur bzw. die Wiederaufbereitungskosten in der Literatur betrachten, sind Werte zwischen 10 Euro pro Kilowattstunde und 110 Euro pro Kilowattstunde angegeben. Natürlich ist diese breite Spanne auch abhängig von den jeweiligen betrachteten Stückzahlen. Und entsprechend sind auch Alterungsschnelltests, die zum Beispiel auf einer Korrelation zwischen Kapazität und Widerstand basieren, entsprechend notwendig, um den Aufwand für die Aufbereitung so weit wie möglich gering zu halten und damit den Restwert einer Second-Life-Batterie auch nicht zu schmälern. Ein weiteres Beispiel, was auch ein Hemmnis für Second-Life darstellen kann, ist die Transportnorm UN 38.3.2.2. Sie schreibt zudem eine Neuprüfung von gealterten Batterien bei Kapazitätswerten unter 80% vor, welches wirtschaftlich nicht tragbar wäre. Entsprechend werden weiterhin Module mit mindestens 80% Restkapazität betrachtet, um so dieser erneuten Prüfung dann auch vor dem Transport zu umgehen. Ein Problem könnte hier die bereits erläuterte Streuung sein und grundsätzlich sollten hier, wie wir auch bei diesen beiden Beispielen auch gesehen haben, Regularien bezüglich Second Life überprüft werden und gegebenenfalls auch neu bedacht werden. Und hier steht natürlich vor allem der Punkt Rechtssicherheit im Fokus. Gut, soweit dazu. Dann hier nochmal die folgende Abbildung, die den Wiederaufbereitungsprozess, einen möglichen Wiederaufbereitungsprozess darlegt. Ich denke, der Ablauf scheint relativ selbsterklärend von dem Ausbau und der Zerlegung der Traktionsbatterie bis hin zur Produktion dieser neuen Batteriepacks.
Die aufwandskritischen Prozessschritte in der Wiederaufbereitung sind, wie schon erwähnt und hier auch rot markiert, die Erfüllung der Voraussetzungen für den Transport, als auch besonders die Vermessung und Klassifizierung der Batteriemodule in diesem Fall. Gut, kommen wir nun zur Bestimmung der Alterungsverläufe der zwei betrachteten Second Life Anwendungsbeispiele. Und zwar, um den Alterungsverlauf für die jeweiligen Anwendungen zu berechnen, wurde ein ersatzschaltbasiertes Alterungsmodell verwendet, welches als Grundlage ein elektrisch-thermisches Modell verknüpft. Als Input dienten hier vor allem Last- und Temperaturprofile für die beiden Anwendungen und also für die Anwendung Primärregelspeicher und Hausspeichersystem. Und das komplette Modell jetzt hier in der Tiefe zu erklären, würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Deswegen gehe ich dann auch direkt in die Ergebnisse der Alterungsverläufe der beiden Anwendungen auch schon ein durch die Verwendung dieses durch dieses Alterungsmodell. Und zwar ist für die Anwendung Primärregelleistung ergeben sich folgende Schlüsse im Alterungsverlauf. Die zyklische Alterung ist hier als gering einzuschätzen, da vor allem flache Zyklen trotz hoher Leistung eingesetzt werden. Und die kalendarische Alterung steht hier vor allem im Fokus. Für die Alterungsverläufe, die wir hier sehen auf der Abbildung, unterschiedlich ausgelegte Batteriespeicher ergeben sich Kapazitätsverluste von 0,4% pro Jahr bei Verwendung von 20% der nutzbaren Kapazität bis hin zu 0,8% bei 100%iger Nutzung der Kapazität. Bei Heimspeichersystemen gibt es dagegen eine starke zyklische Alterung, die vor allem durch die täglichen Vollzyklen auch bedingt ist. Die kalendarische Alterung ist hier unwesentlich und kann durch eine Überdimensionierung deutlich auch verbessert werden. Und die Kapazitätsverluste pro Jahr erstrecken sich hier von 1% bis 3,5%, je nach Dimensionierung der nutzbaren Kapazität. Hier ist ein unerwartet schneller Alterungsfortschritt festgestellt worden als spezieller Punkt. So viel zu den Ergebnissen der Alterungsverläufe. Kommen wir nun zum Restwert gealterter Batterien und den dazu gewählten Ansatz. Zunächst müssen wir festhalten, dass die Wettbewerber für Second Life Batterien grundsätzlich neue Batterien sind und auch Konkurrenztechnologien wie beispielsweise Bleisäure oder auch andere Technologien. Ein Second Life Anwendungsbetreiber würde demzufolge die Kosten eines neuen bzw. eines aufgebauten Second Life Speichers miteinander vergleichen und bei letzterem abwägen, ob die Ersparnisse groß genug sind, um das Risiko eines gebrauchten Produkts einzugehen. Und die maximal theoretische Kostengrenze, die wir hier sehen, von KSLB Max, beschreibt daher den Preis, den der Second Life Anwendungsbetreiber allerhöchstens zahlen würde. Und aus Sicht des OEM oder des Endnutzers müssen von der maximalen Kostengrenze der Kostenaufwand für die Wiederaufbereitung abgezogen werden, damit wir dann auf den quasi auf den maximalen Restwert auch kommen der jeweiligen Traktionsbatterie. Durch die Weiterverwendung des Speichers verlagert der Fahrzeug-OEM die für das Recycling anfallenden Kosten zeitlich nach hinten. Entsprechend wird am Second Life Konzept nur dann interessiert sein, wenn der maximale Restwert größer Null ist, was Sie hier sehen. Und bei zukünftig abnehmenden Recyclingkosten verschiebt sich die Grenze und somit könnte der Fahrzeug-OEM auch von einem Second Life Konzept profitieren, wenn der Restwert sogar größer ist als die künftig herabgesetzten Recyclingkosten. Gut. Für die Berechnung der maximal theoretischen Kostengrenze und demzufolge auch den Restwert werden Entwicklungen zu den Neupreisen für Lithium-Ionen-Traktionsbatterien benötigt. Hier sehen wir konsolidierte Werte aus verschiedenen Studien, die von einer Reduzierung der Neupreise ausgehen. Meist ist dies begründet durch fortschreitende technologische Entwicklungen und Skaleneffekte durch erhöhte Produktionsraten. Und aufgrund der zunehmenden Unrentabilität von Second-Life-Konzepten bei zukünftig stark sinkenden Batteriesystempreisen wurde die folgende Berechnung zunächst mit dem Best Case, also quasi mit den Werten der EWI Köln, durchgeführt. Und wenn wir dann in die Berechnung auch übergehen, ergibt sich dann folgende Abbildung, die die theoretischen Kostengrenzen quasi basierend auf der Prognose des EWI Köln durchrechnet.
Dabei werden verschiedene Baujahre von Batterien dargestellt, die wir hier an den farbigen Verläufen auch sehen. Da neben dem Preisabfall der Batterie durch fortschreitende Entwicklung, Economies of Scale etc. kommt es zudem zu einem Wertverlust aufgrund von Batteriealterung. Die Alterungsverläufe basieren auf dem Garantieansatz eines bekannten amerikanischen Herstellers, deren Name ich jetzt nicht nenne. Bei Vergleich der SOH-Angaben, die wir hier haben, also quasi durch die Symbole ja auch nochmal gekennzeichnet, sehen wir, zeigt sich auch der technologische Fortschritt bzw. die abnehmende Alterungsgeschwindigkeit durch den zunehmenden Abstand bei künftigen Batterien. Also 80% und wenn wir jetzt hier den Abstand von 80% und 70% SOH betrachten bei den verschiedenen Baujahren, der sich immer größer wird. Gut, die verschiedenen Kostengrenzen der unterschiedlichen Baujahre zeigen zudem einen stabilen Wert bei verschiedenen SOH. Bei 70 und 80% liegt der SLB Max leicht, leicht bei über oder unter 100 Euro pro Kilowattstunde. Und da ab 2030, also quasi ab dem Punkt hier, ein stabiler Wert von ca. 219 Euro durch die Annahme vorliegt des EWI Köln, wurde näherungsweise angenommen, dass sich der Preis von Second-Life-Batterien bei 80% Restkapazität bei 50% des zu dem Zeitpunkt vorliegenden Neupreises bewegt. Für die weiteren Berechnungen wird dieser Zusammenhang stets angenommen, um quasi dann an die einzelnen Restwerte und auch die Zahlungsströme und den Kapitalwert festzulegen. Gut, im nächsten Schritt wurde die Wirtschaftlichkeit von Neubatterien und Second-Life-Anwendungen für die beiden ausgewählten Second-Life-Anwendungen abgeschätzt und gegenübergestellt. Für den Primärregelspeicher wurde ein simuliertes Lastprofil aus dem Projekt Energy Neighbor genutzt. Der Speicher hat dabei hier in der Tabelle hinterlegten Kenndaten, beispielsweise zum energetischen Wirkungsgrad, zum Energiedurchsatz, zu den äquivalenten Vollzyklen etc. Für den Heimspeicher wurde ein Lastprofil aus dem Projekt Smart Grids, Basis einer elektromobilen Zukunft, verwendet. Es handelt sich dabei um den Einsatz des Speichers in einem großen Einfamilienhaus mit PV-Anlage und einem Elektrofahrzeug. Und die Kenndaten sind dazu auch hier in der Tabelle zu sehen, beispielsweise zum Jahresverbrauch des Haushalts oder auch zur Kapazität des Heimspeichersystems, also hier in dem Fall 10 Kilowattstunden und 7 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Gut, mit Hilfe der Kapitalwertmethode und vorausgegangenen Annahmen, die wir schon mitbekommen haben, und Randbedingungen, die auch hier aufgelistet sind, wurden für beide Anwendungen jeweils der Kapitalwert und die Zahlungsströme einer Neubatterie und einer Second-Life-Batterie bis 2035 berechnet. Das ist quasi hier der Abschreibungszeitraum. Und im Mittel haben wir hier beim Primärregelspeicher 21.000 Euro Einnahmen pro Jahr und bereits nach wenigen Jahren eine Amortisierung des Second-Life-Speichers, also der hier mithilfe der grünen Kurve dann auch dargelegt wird. Der Kapitalwert der Second-Life-Batterie konnte am Ende des 20-jährigen Betrachtungszeitraums um ganze 33% erhöht werden im Vergleich zu einer Neubatterie, die wir hier sehen. Und ja, das ist quasi so ein Kernergebnis, was aus dieser Wirtschaftlichkeitsbewertung rausgekommen ist. Dann zur Anwendung Heimspeichersystem. Hier gibt sich unter den getroffenen Annahmen und Randbedingungen folgendes Bild. Beim Einsatz einer Neubatterie ergibt sich nach ca. 15 Jahren, also das ist hier die blaue Kurve, eine Ersatzinvestition. Bei Second-Life-Batterien gleicher Dimensionierung nach ca. 9 Jahren, das ist die grüne Kurve. Im Betrachtungszeitraum müsste für die Second-Life-Batterie im Jahr 2033 sogar ein dritter Batteriewechsel erfolgen. Und durch eine Überdimensionierung, die wir hier in Form der grauen Kurve auch nochmal sehen, könnte man diese Alterung deutlich verzögern, in diesem Fall um 4 Jahre. Dafür erreicht aber die Second-Life-Batterie im Vergleich mit der Neubatterie einen 26% höheren Kapitalwert am Ende der Abschreibungsdauer. Also insgesamt kann man dann für beide Anwendungsfälle auch festhalten, dass ein wirtschaftlicher Mehrwert durch Second-Life-Batterien im Vergleich zu Neubatterien festgestellt wurde, wobei die Primärregelleistungsanwendung um einiges besser ausfällt und sich nach kurzer Zeit auch noch amortisiert. So viel dazu.
Dann neben der wirtschaftlichen Bewertung war ein Bestandteil der Studie die ökologischen Auswirkungen von Second Life zu analysieren. Ziel war es hier, basierend auf externen Studienerkenntnissen, das Treibhausgas-Einsparpotenzial von Second Life-Batterien im Vergleich zu einer Produktion von Neubatterien für die Second Life betrachteten Second Life-Anwendungen zu analysieren. Und dazu wurden die hier aufgeführten Annahmen getroffen, also die funktionelle Einheit, in diesem Fall eine gebrauchte Lithium-Ionen-Traktionsbatterie mit einer ursprünglichen Nennkapazität von einer Kilowattstunde, einem End-of-Life von 80% etc. Die Systemgrenze und die berücksichtigten Prozesse sind hier in der Nebenstellen-Grafik abgebildet, die dann quasi in der Berechnung auch als Basis dienen. Gut, das Treibhausgaseinsparpotenzial wird hier über die vermiedenen Emissionen für die Produktion einer Neubatterie abzüglich der Aufwände für die Aufbereitung der Second-Life-Batterie bestimmt. Und durch die Second-Life-Anwendung beispielsweise für die Primärleistung ergibt sich entsprechend ein Einsparpotenzial je Kilowattstunde Nennkapazität von 34 bis 106 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Und wird hier als Beispiel wird hier der Mittelwert dieser Spannbreite angesetzt und angenommen, dass von der Gesamtnachfrage nach Primärregelleistung, wie schon gehört, von ca. 650 Megawatt 10% durch Batteriespeicher gedeckt werden, ergibt sich ein Einsparpotenzial von knapp 7.100 Tonnen CO2-Äquivalenten. Das entspricht im ungefähren den jährlichen Strombedarf von ca. 3.200 Haushalten. Für Heimspeichersysteme ergibt sich ein Einsparpotenzial von 30 bis 95 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Und hier nochmal als Hausnummer wären hier die in 2014 installierten gut 10.000 Heimspeichersysteme statt Neubatterien Second-Life-Batterien. Lege das Einsparpotenzial ebenfalls in der Größenordnung von ca. 7.100 Tonnen CO2-Äquivalenten. Insgesamt kann man sagen, dass das erzielbare Einsparpotenzial stark von der Größe der Batteriespeichermärkte abhängt. Gut, soweit zu den Ergebnissen. Dann noch ein abschließendes Fazit. Wir haben festgestellt, es bestehen vielversprechende Second-Life-Anwendungen, wie wir hier im Rahmen der Studie auch betrachtet haben, wie beispielsweise im Einsatz als Primärregelspeicher oder als Hausspeicher. Für beide Anwendungen kann durch den Einsatz von Second-Life-Batterien anstelle von Neubatterien eine erhebliche Steigerung des Kapitalwerts erzielt werden. Und wenn durch die Second-Life-Batterien die Produktion von Neubatterien vermieden wird, so kann von einem Treibhausgas-Einsparpotenzial ausgegangen werden, sogar von einem deutlichen Einsparpotenzial. Und unter den getroffenen Annahmen beträgt der maximale Verkaufswert ca. 50% der Neubatteriekosten und der Restwert wird vor allem von der Entwicklung der Recyclingkosten und auch der Wiederaufbereitungskosten maßgeblich beeinflusst. Durch ein auf den Alterungszustand der Lithium-Ionen-Traktionsbatterie abgestimmten Lastprofil kann die maximale Einsatz verlängert werden. Also das ist quasi der Ansatz von Second Life. Als weitere Handlungsfelder, die sich daraus ergeben haben, wie auch schon kurz angerissen, kann es aufgrund des hohen Aufbereitungsaufwandes ein Bedarf an Alterungsschnelltests bestehen oder auch eine geeignete Aufzeichnung der Zustandsgrößen in der Erstanwendung, hier das Stichwort Batterienutzungshistorie. Als zweites wären Sicherheits- und Transportregularien zu nennen, die ein Hemmnis für Second-Life-Batterien darstellen können. Hier ein Beispiel, die Transportnorm UN 38.3. Als drittes, durch zunehmendes Wissen über die Alterungsverläufe und Weiterentwicklung der Zellchemie kann eine übermäßige nichtlineare Alterung gegebenenfalls verhindert werden und die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Hier gilt es auch noch weiteres Forschungspotenzial auszuschöpfen. Und als letzten Punkt, als letzten Handlungsfeld wäre eine detaillierte Marktanalyse zu Second Life quasi mit Fokus auf Zielgruppe, Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft dafür da, um weitere Transparenz im Bereich Second Life auch nochmal darzustellen. Gut, dann sollten wir auch soweit schon durch sein. Das war es eigentlich soweit von meiner Seite aus. Ja, und jetzt stehen wir auch gern noch für Fragen zur Verfügung. Und ich würde dann das Wort auch an Kerstin auch übergeben. Ja, und ich bedanke mich bei Ihrer Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Ethan, für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die hier erhaltenen Informationen auch gut weiterverwenden. Wenn Sie noch Fragen haben, die Sie direkt stellen möchten, dann können Sie das jetzt tun. Eine Frage haben wir, die wir im Laufe des Webinars erhalten haben. Du hast eben beim Fazit schon gezeigt, Ethan, dass die Recyclingkosten doch einen großen Faktor ausmachen bei der Wirtschaftlichkeit. Die Frage ist hier, wurde bei der Kostenberechnung, die du gezeigt hast, denn die Entsorgung von Batterien mit betrachtet und mit einberechnet und einbezogen? Soweit ich weiß, da müssten die Recyclingkosten auch einberechnet sein. Also man geht ja davon aus, dass sich die heutigen Recyclingkosten, im Laufe der Jahre auch immer weiter abnehmen. Das ist ja also heute noch nicht wirtschaftlich darstellbar. Und soweit meines Wissens wurden diese Kosten auch abgebildet in der Berechnung der Restwerte. Genau. Ja, ich denke auch, dass das mit enthalten war. Da du ja auch immer wieder gesagt hast, das ist schon ein großer Faktor. Ja, ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen. Warte noch mal einen kleinen Moment. Sie können natürlich auch im Nachgang, sollten Sie noch Fragen haben, diese gerne an uns richten, per Mail oder auch per Anruf, entweder direkt bei Herrn Reimsey oder auch an dke-webinare@vde.com. Da nehmen wir diese Fragen gerne entgegen und beantworten sie auch noch später. Ja, wie erwähnt, wir würden uns freuen, wenn Sie an der abschließenden Umfrage zu diesem Webinar teilnehmen, damit wir die Webinare weiterhin verbessern können. Diese Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder wenn wir es halt zentral beenden. Im Anschluss stellen wir Ihnen dann auch den Link mit der Aufzeichnung zur Verfügung. Da können Sie sich das Ganze in Ruhe auch nochmal ansehen. Gegebenenfalls stellen wir auch die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie die Folien erhalten, sollten Sie da Interesse haben, dann auch bitte direkt an uns wenden oder an Herrn Reimsey. Ja, das war jetzt also das letzte Webinar zu den Batterien. Das nächste Webinar findet zu dem Thema, wie schreibe ich eine Norm statt. Das ist am 20.04. Auch wieder um 16 Uhr. Dazu können Sie sich sehr gerne registrieren. Jetzt schaue ich nochmal, da ist auch tatsächlich noch eine Frage eingegangen. Ja, eine sehr interessante Frage. Ich denke, da besteht noch viel Diskussionsbedarf. Ich werde sie mal an dich weitergeben, Ethan. Die Frage ist nämlich, wie sollen denn Akkusysteme verschiedener Hersteller zusammengeschaltet werden? Bisher gibt es da ja kaum oder ich würde sogar fast sagen, gar keine Standards zu. Oh, das ist natürlich ein großes Handlungsfeld auch noch in dem Second Life-Bereich, also die Standardisierung von Batteriemodulen. Der erste Schritt könnte sein, natürlich den Weg zu gehen über den Wirtschaftsverkehr beispielsweise oder auch über kommunale Fahrzeuge, also quasi bei Bussen standardisierte Batteriemodule dann auch anzubieten und diese dann quasi in den Second Life zu übertragen. Bei dem PKW wird es natürlich ein bisschen schwieriger, da es ja auch bei den einzelnen Herstellern auch um Designfreiheit etc. geht und da ein standardisiertes Batteriemodul herstellerübergreifend auch zu entwickeln, wird sehr unwahrscheinlich sein, aber könnte natürlich den Second Life-Ansatz so in dem Punkt auch natürlich voranbringen. Aber ansonsten gehen wir hier eher davon aus, dass verschiedene Batteriemodule gibt und entsprechend dann zu Second Life-Speichern zusammengeschaltet werden. Genau. Ja, vielen Dank für die Beantwortung, Ethan. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Also wie gesagt, wenn noch Fragen sind, gerne uns kontaktieren. An dieser Stelle möchte ich mich dann verabschieden. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiederhören. Bis demnächst.